Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Bei der heutigen Meditation geht es darum, die innere Sonne zu aktivieren. Und wenn ich von Sonne spreche, kann es natürlich nur um den Solarplexus gehen. Den haben wir ja schon einige Male bearbeitet und es gibt auch immer wieder Meditationen hier im Kanal dazu. Aber heute geht es mir besonders auch um das Lösen von fremden Emotionen, die man da übernimmt und auch quasi so diesen eigenen Raum auch wieder zu schaffen. Gerade eben, dass man auch im Sozialen sich ein bisschen leichter tut, dass ich sage, okay, das ist meins, das ist mir wichtig, so möchte ich, dass etwas funktioniert. Und dann so die nicht so die Meinungen von außen übernimmt oder auch eben die Emotionen von außen. Und da werden wir heute einfach mal beginnen mit diesem Solarplexus-Thema und eben diesem inneren Licht. Zuerst möchte ich dich einmal einladen, reinzufühlen, ob dein Solarplexus, also da, wo dein Magen ist eigentlich, eher wärmer ist im Moment, also eher mehr Hitze hat, oder ob du das Gefühl hast, der ist eher ein bisschen kühler oder verspannter oder neutral. Einfach mal so ein bisschen wahrnehmen. Also fühl dich da mal rein, schließ mal deine Augen und fühl dich mal so in deinen Solarplexus, in deinen Magen rein. Ist der eher kühler? Ist der eher neutral oder eher wärmer, verspannter? Was nimmst du denn da wahr? Und wenn du deine Aufmerksamkeit schon da zum Magen lenkst, dann sprich doch einfach mal so zu deinem Magen in deinem Inneren. Ich beachte dich viel zu wenig, aber ich danke dir, dass du für mich da bist. Ich beachte dich viel zu wenig, aber ich danke dir, dass du für mich da bist. Und lass mal diese Dankbarkeit, diese Energie auch Richtung Magen, Richtung Solarplexus fließen. Hast du das Gefühl, dass dein Magen, dein Solarplexus frei ist? Oder fühlt er sich belagert an? Und wenn er sich belagert anfühlt, dann bitten wir jetzt mal um Freiheit und um Freiraum und um Entspannung. Freiheit, Freiraum und Entspannung. Ich bitte darum, dass ich mein Magen und auch mein Solarplexus reinigen, dass alles, was nicht in dieses Zentrum gehört, was meine innere Sonne einschränkt, dass all das jetzt abgesaugt wird und meinen Solarplexus verlässt. Zweifel und Sorgen von außen, Gedanken, die nicht zu dir gehören, Gefühle, vielleicht auch aus deinem Familiensystem oder von deinem Arbeitsplatz. All das darf sich jetzt reinigen. Du kannst wahrnehmen, wie ein Staubsauger aus Licht sich an deinem Solarplexus, deinem Magen ansetzt und all das von deinem Solarplexus entfernt, was jetzt Hitze erzeugt, was Unruhe erzeugt, was Verspannung erzeugt oder was Kühle erzeugt. Kurzum alles, was dieses Zentrum blockiert.
Vor allem dürfen auch Emotionen wie ich werde nicht verstanden, ich werde übersehen, keiner nimmt mich wahr, also kurzum so sozialer Stress, darf sich da jetzt auch rauslösen. Und du spürst, wie du ruhiger, entspannter und flexibler wirst. Vor allem werden auch sämtliche Frequenzen der Ungeduld gelöst. Also alles, was in dir Unruhe erzeugt, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass etwas schneller gehen sollte oder wo du nicht ganz zufrieden bist. All diese Frequenzen werden nun auch aus deinem Solarplexuszentrum gelöst und du spürst, dass du freier wirst und leichter. Also sämtliche Frequenzen der Ungeduld. Und das sind eigentlich Frequenzen, die quasi den natürlichen Rhythmus deines Magens, deines Solarplexus beeinträchtigen. Und diese Frequenzen werden jetzt gereinigt. Und du spürst, dass du ruhiger wirst, dass du dich immer mehr entspannst und dass eine angenehme Wärme sich ausgehend von deinem Solarplexus in deinem Körper ausbreitet, dein Kribbeln, deine Energie. Und du spürst, dass diese Energie jetzt wie deine innere Sonne ist. Dein Wirkungsgrad, dein Strahlgrad, deine Strahlkraft nach außen hin. Und während du dich auf dieses Bild der Sonne fokussierst, entspannst du dich und hast das Gefühl, selber an einem wundervollen, sonnigen Tag ein bisschen in der Sonne zu liegen und die Sonnenstrahlen, die von außen kommen, die Strahlen der großen Sonne, in dir aufzunehmen und du spürst, wie deine kleine innere Sonne sich ein Bild an der großen Sonne nimmt und du erlaubst dir mehr und mehr, dich auszubreiten, weiter zu werden und dich immer weiter zu entspannen. Sämtliche kleingeistigen Verspannungen, Stresspunkte, Stressmuster dürfen sich jetzt lösen. Du spürst, dass deine innere Sonne jegliche fremde Energie, jegliche Ablagerung aus deinem System entfernt. Ganz gleich, ob das jetzt deine Gefühle sind, oder fremde Emotionen, fremde Energien. Diese Energien reinigen sich jetzt aus und du spürst, dass du leichter, freier und erfüllter wirst. Du kannst einen tiefen Frieden und eine tiefe Zufriedenheit in dir wahrnehmen und erlaubst dir nun, diesen Frieden und diese Zufriedenheit
dankend zu erden, sodass du in deinem Leben diesen Frieden und diese Zufriedenheit sowohl in die Vergangenheit zu deinen alten Stressfaktoren fließen lassen kannst, als auch nach vorne in die Zukunft, wo du dir selber vornimmst, nie wieder in Druck oder Stress zu geraten, sondern stets in deinem Licht und deinem Wirkungskreis ganz bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Und du kannst wahrnehmen, wie mit deinem Freiraum auch immer mehr deine Dankbarkeit steigt. Und nun kannst du wahrnehmen, dass wirklich eine tiefere Reinigung bei deinem Magen, bei deinem Solarplexus stattfindet. Alles, was im Solarplexus-Bereich, im Magenbereich gespeichert ist, an Energien, an Entzündungsenergien, an Stress, wird jetzt mit einem blauen, klaren Licht herausgereinigt. Und diese Reinigung nimmst du ganz angenehm wahr und du spürst, dass du jetzt loslassen kannst und dich absolut auf diese Energie, diese reinigende Energie verlassen kannst. Und du kannst wahrnehmen, wie dein Solarplexus sich noch mehr entspannt und auch dein Magen entspannter ist. Und ganz viel Kraft und Würde generierst du jetzt aus deinem Solarplexus. Das ist dein Schutz, das ist dein Handlungsspielraum. Und sämtliche Ärgernisse, die vielleicht mit anderen Menschen zu tun haben, sämtlicher Stress, darf sich da jetzt lösen. Du spürst jetzt, wie deine kleine innere Sonne ganz bewusst nochmal so deinen Magen ausleuchtet und auch deinen Solarplexus erstrahlen lässt. Nimm wahr, dass von innen ein Licht kommt. Und solltest du dieses Licht noch nicht so gut wahrnehmen können, dann erlaube dir von deinem Wurzelchakra und deinem Nabelchakra mal einen Kanal zu deinem Solarplexus frei zu machen. Also der Kanal zwischen Wurzel, Nabelchakra und Solarplexus wird nun gereinigt, geheilt und geöffnet. Und du kannst wahrnehmen, wie das Licht deiner inneren Sonne jetzt von unten her, von Wurzel und Nabel her erstrahlt und du spürst, wie du geerdet wirst, wie sich deine Füße vielleicht ein bisschen satter oder schwerer anfühlen auf dem Boden, wo du sitzt oder wo du stehst.
Du spürst vielleicht, wie wenn die Schwerkraft mehr runterzieht, und das ist eben so diese Erdungskraft. Und du spürst in dieser Erdungskraft und in dieser Distanz, die so deine innere Sonne rund um dich macht, Klarheit, Struktur und Freiheit. Und du spürst auch, dass sämtliche fremde Energien, alles, was dich vielleicht beschäftigt hat, dass sich das jetzt rausgelöst hat aus deinem System. Und du kannst diesen tiefen Frieden wahrnehmen, aber auch die tiefe Zufriedenheit und gleichzeitig diesen Raum um dich. Und du spürst, dass du allen Raum hast, um dich entfalten zu können, dass es niemanden gibt, dass es nicht zu eng auf der Erde ist, dass dir niemand jetzt Stress verursacht. Sondern du hast deinen Raum und du gestehst auch jedem anderen diesen Raum zu und ein. Und du spürst, es ist einfach genug Platz da. Also auch wenn du jetzt andere nicht so nah an dich heranlässt, die Themen und Probleme von anderen oder Emotionen nicht mehr annimmst, dann ist dennoch mehr als genug Raum und Platz da. Und nun bittest du um Rückhalt und Heilung. Und spüre, wie sich die allerletzte Schwere aus deinem System verabschiedet. Und wie immer mehr Intuition und Klarheit in dein Leben kommen. Inspirierende Gedanken. Gedanken, die dich freier machen. Und diese Freiheitsgedanken und diese Inspiration fließt jetzt von ganz oben in dein Kronenchakra. Und du spürst, dass diese Inspiration dass all das dir zusteht, weil es bereits in dir veranlagt wurde. Hier und heute verspreche ich mir, dass ich mich nicht mehr über andere Menschen oder Umstände ärgern werde. Hier und heute verspreche ich mir, dass ich mich nicht mehr über andere Menschen oder Umstände ärgern werde, schlicht und ergreifend über das ärgern, was ich nicht ändern kann. Hier und heute verspreche ich mir, bewusst mit meinem Energiefeld umzugehen, bewusst, ganz klar. Spüre nun, wie du zufriedener bist und auch, dass sich dein Solarplexus stabilisiert und manifestiert hat. Dein Freiraum ist etabliert und fremde Energien wurden gelöst. Und nun
Zum Abschluss dieser Reise erlaube dir, deinen Solarplexus, die innere Sonne, auf die höchstmögliche Schwingung zu bringen. Ich bitte jetzt um die Frequenzen und um die Unterstützung, um meinen Solarplexus, meine Abgrenzung auf die höchstmögliche Schwingung zu bringen. Und diese Frequenzen beginnen jetzt in dich einzufließen, in deinen Solarplexus einzufließen. Und noch einmal werden Anhaftungen an andere Menschen, Ärgernisse aus deinem System gereinigt, aus dem System gereinigt und fließen ab. Und nun erkennst du für dich, dass du klar und frei bist. Und du bedankst dich jetzt, während diese Heilfrequenzen einfließen, schon mal bei der geistigen Welt und all ihren Helfern und Führern. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie dein Solarplexus, diese innere Sonne, sich ausgebreitet hat in dir, in deinem Umfeld. Und vor allem auch nach oben hin, in den Schädel rauf, sodass du klare Gedanken fassen kannst, klar bei dir bleiben kannst. Und dass du auch merkst, was du dir vorgenommen hast, nämlich dass du dich nicht mehr über Umstände oder andere Menschen ärgern wirst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann bedank dich bei der geistigen Welt, deiner inneren Sonne und natürlich auch deinem Solarplexus und deinem Magen. Sehr gut. Und nun atmest du nochmal tief ein und wieder aus. Streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine und kommst genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühlst dich klar und entspannt, spürst, dass du mehr Freiraum erarbeitet hast. Und kannst dich an alle Eindrücke dieser Reise erinnern. Das war also die Reise zum Solarplexus nochmal und zum Ausreinigen von Emotionen und steckenden Gefühlen von Stress und Druck. Ich hoffe, die Reise hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal. Schreib mir einfach deine Erfahrungen in die Kommentare rein. Oder falls du mal ein Thema für eine Meditation hast, arbeite ich das gerne auf. Ja, danke fürs Dabeisein und bis nächstes Mal. Eine gute Zeit. Dein Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.